zweiter Spieltag der Regionalliga-Saison 2022-23. Unser SV Atlas empfängt im ersten Heimspiel die Zweitvertretung von Holstein Kiel und will nach dem Unentschieden in Hildesheim letzte Woche 3 Punkte folgen lassen. Vor Anpfiff jedoch gab es eine Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen Schiedsrichterobmanns Alrich Adi Sprung von Präsident Manfred Engelbart. Er war bereits zu viel Zeit an einem eigenen Eck. Er stand für Verlässlichkeit, für Toleranz, für Unverachtung und vor allem an Bescheidenheit. Das Stadion war sein Zuhause. Und der SV Atlas sein Familie. Ali, du bist in diesem Fall ein Unverlässlich. In bewegenden Worten springen wir gleich in Minute 24, wo auf der rechten Seite Usman Turay und Marco Stefandl im Angriff sind. Turay behauptet sich hier, bringt den Ball in die Mitte und da ist Verfeles, der im ersten gefährlichen Abschluss an Oberbeck scheitert. 3 Minuten später läuft unser SV Atlas in einen Konter über Niehoff und Benger, landet der Ball auf der linken Seite bei Saka. Der geht in den Strafraum, nimmt den Haken, aber Eike Bahnsen im Tor reagiert stark und kann den Ball zur Ecke klären. Es bleibt beim 0:0. Wenig später schlägt Raoul Cissé diesen Ball in Richtung Usman Turay, der kann sich durchsetzen, nimmt den Abschluss, aber auch hier ist Oberbeck zur Stelle und kann den Ball sicher zur Seite abwehren. Unser SV Atlas in dieser Phase deutlich druckvoller als unsere Gegner aus Schleswig-Holstein. Auch hier zu sehen in dieser Szene, wo jetzt Bahnsen den Ball Richtung Mittellinie schlägt, kleine Bekel erstmal dazwischen, verliert dann den Ball, aber im Duell gegen Marco Stefandl, der geht auf der rechten Seite durch, bringt den Ball in die Mitte und Usman Turay ist da, schiebt ein 1:0, 45. Minute, verdient zu dieser Phase, der SV Atlas deutlich stärker unterwegs als die Kieler Störche. Und Usman Turay schiebt ein nach starker Vorlage von Stefandl zum 1:0 kurz vor der Pause. In Hälfte 2. Nach dem Einwurf der Kieler landet der Ball über Schindler und Matern und dem langen Ball von Raoul Cissé wieder bei Usman Turay. Der behauptet sich hier auf Verfeles. Der will den Ball gleich wieder durchstecken. Der landet dann wieder bei Verfeles. Der schließt ab und das Ding ist drin. 2:0. Dimitrios Verfeles, 59. Minute. 2:0. Für den SV Atlas. Super trocken abgeschlossen. Noch leicht abgefälscht das Ding. Und so hat Oberbeck hier wohl keine Abwehrmöglichkeit mehr. Der SV Atlas führt 2:0 vor über 1000 Zuschauern im Delmenhorster Stadion gegen Holstein Kiel. Verliert Stefandl hier in der Vorwärtsbewegung den Ball. Mit dem langen Ball Richtung Kulikas führen die Störche fort, aber Bahnsen ist dazwischen und klärt das Ding ohne größere gefährliche
Aktion. In der 70. Minute kommt der Ball über Stör und verfehlt es wieder zu Touray. Der tankt sich dadurch, geht Richtung Oberbeck in den Kieler Strafraum, legt sich den Ball vor, schließt da, Baba Oberbeck. Wieder da, hat hier wieder keine Probleme, den Ball hier abzufangen. 7 Minuten später landet der Ball von Matern bei Sterner. Der spielt im Doppelpass mit Kulikas, geht dann in den Strafraum, tankt sich da durch die ganze Atlas-Defensive, schließt ab. 1:2, 77. Minute, nur noch 2:1. Es wird vielleicht hier nochmal spannend. Auf der anderen Seite dann der Freistoß von Tobi Steffen, den Oberbeck erst halten kann. Da ist aber Hoffrogge. Der scheitert aber wie letzte Woche in Hildesheim am Pfosten und hat da momentan noch etwas Pech am Fuß. Wieder Tobi Steffen bringt hier den Einwurf, wird erstmal rausgeköpft, dann aber super zurückerobert von Hoffrogge, der da rausspielt auf Stefandl. Der bringt den Ball wieder rein, das Mustafa Azarsoy, der schließt ab, Oberbeck und Pfosten. Super pariert von Oberbeck, dem Kieler Schlussmann. Lenkt den Ball hier noch an den Pfosten. Und dann springen wir bereits in die Nachspielzeit. Die letzten 2 Minuten laufen hier 90+2. Da kommt noch einmal die Flanke von der rechten Seite. Und da ist kleine Bekel, aber keine Gefahr für das Atlas-Tor. Und so gewinnt der SV Atlas sein erstes Heimspiel gegen Holstein Kiel. Nicht unverdient. Mit 2:1, mit einer couragierten und kämpferisch starken Leistung und kann so mit 4 Punkten aus 2 Spielen ins nächste Auswärtsspiel gehen, was bei Phoenix Lübeck stattfindet.